Hallo und willkommen beim Golfen mit Freude. Heute genieße ich meinen freien Tag und nutze diese Gelegenheit aus, dir von gestern das Training mit meinen Anfängern zu erzählen. Das sind Golfer mit Handicap höher als 36 bis 54. Das Training war recht effektiv. Das konnte man schon während des Trainings sehen, wie die Bälle konstante und gerade geflogen sind. Aber danach auf dem Platz war eine automatische Verbesserung zu sehen. Und das ist die Idee beim Training. Du solltest machen, 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 dann auf den Platz gehen und spielen, ohne viel zu denken. Und das Training muss irgendwie deinen Schwung positiv beeinflussen. Es geht um die Eisen. Diese Annäherungsschläge aufs Grün, aber aus größeren Distanzen. Da, wo man ein Eisen 8 oder 7 oder 6 verwendet. Und damit man den Ball knackig trifft, gerade trifft, damit es Spaß macht, damit du nicht gleich zu deinem Rescue oder Hole 7 gehen musst, um den Ball überhaupt zu treffen von unterwegs, mach bitte Folgendes. So, es ging los. Wir haben erstmal nur trocken geübt. Ich habe gesagt, kreuz die Arme. Haltet den Schläger gegen den Brustkorb und dreht euch um eure Wirbelsäule. Wenn du das tust, guck, dass deine Wirbelsäule gerade bleibt. So oft ist der Fall, dass der Golfer das macht oder das macht. In der Achse bleiben. Und in der Achse bleiben heißt auch von deiner Perspektive so statt so. Und wenn das mein Ball ist, das ist mein Anhaltspunkt, gucke, dass beim Ausholen die linke Schulter von Gefühl hier irgendwo dorthin zeigt und deine rechte Schulter auch irgendwo dorthin zeigt. Das ist so ein Punkt da irgendwo. Hauptsache aber ist, nachdem du den Stand, Position eingenommen hast, diese Position und diese Position muss gleich sein und man kann sehen, wo das Griffende zeigt. Damit du das kannst, damit du gerade bleiben kannst, musst du irgendwas tun. Was siehst du? Was mache ich hier zusätzlich? Ich bewege meinen Unterkörper. So, ja, beweg deine Hüfte. Das ist vor allem wichtig für die Männer, aber auch die Damen vergessen es manchmal, obwohl sie so flexibel sind im Unterkörper, im Hüftbereich. So, ich werde jetzt daran denken, da und da gleich zu sein. Ich denke an meinen Schultern und automatisch habe ich dann ein knackiges Treffen im Treffmoment. Okay, nächster Punkt. Meine Schüler müssten ein Tee in das Griffende des Schläges stecken. Sie brauchten ihren Ball und dann mit diesem Gefühl haben wir gesagt, ich und mein Kollege Stefan, dass am Ende des Rückschwunges, und bitte bei dieser Übung holen nicht so weit aus, drei Viertel Schwünge, am Ende des Rückschwunges sollte das Tee bzw. das Griffende zum Ball zeigen. Man geht runter, man trifft den Ball, dann den Boden, guck, wie die Hüfte zurück sich drehen. Und dann haben wir gesagt, die Endposition sollte so sein, dass das Griffende oder das Tee wieder zum Ball zeigt. Okay, so das werde ich machen. Ich denke nur daran und daran und die Schulterdrehung. Wieder konntest du es hören, es war so knackig und der Ball war zufällig gerade. Okay, sondern plötzlich haben die Golfer angefangen, Bälle sauber zu treffen. Und die Bälle waren weiter als normal, obwohl sie nur kleine Dreiviertelschwünge gemacht haben. Warum? Der Ball, das Treffen war sauber. Und das muss dein Ziel sein. Sauberes Treffen bringt mehr Länge, nicht unbedingt längere Schläge. Okay, jetzt die letzte Übung. Das war auch total entscheidend, weil so viele Golfer unbewusst versuchen, den Ball zu heben, in die Luft zu bekommen. Und da bleibt das Gewicht automatisch rechts. Das ist ein großes Problem,
weil der Boden wird zu früh getroffen oder der Ball wird getoppt, keine gute Ballflüge entstehen. So, die Übung hier war wieder mit dem Griffende zum Ball, schön Ball und Boden treffen. Und dann haben wir gesagt, stoppe bitte da, in dieser Position. Stoppe, nicht vor durchschwingen. Nur wenn du in diese Position kommen möchtest, wo der Schaft und die Arme eine Linie bilden, da musst du die Hüfte rotieren. Und das Gute ist, du brauchst nicht daran zu denken. Das wird automatisch passieren, wenn du genug diese Übung machst. So, ich mache es einmal. Und ich werde jetzt anhalten. Und schau jetzt meine Unterkörperposition. Ich bin hier sehr, sehr offen. Okay, so, das war so klasse, weil nachher auf dem Platz plötzlich wurde Ball und dann Boden getroffen. Und die Bälle sind höher geflogen. Und die Golfer haben verstanden, dass sie eher ein bisschen nach unten schwingen müssen, damit sie den Ball hoch bekommen. Letztes Mal. Das da, da und da anhalten. Und du siehst, ich bin ein bisschen weiter durchgekommen, aber mein Gefühl, mein Gedanke war da zu sein. So, das ist nur eine Übung, das ist nur Training. Das machst du in jeder Trainingseinheit. Dann schlägst du einfach normal. Und das Ziel ist, diese Position, die du trainiert hast, dass die dann automatisch in den Schwung kommen. Da habe ich nicht gedacht. Aber das Training hat meinen Schwung verbessert. Ich denke beim Training, auf dem Platz genieße ich.